Völlig entspannt dagegen erreichen Pete und Gashi mit ihrer Pferdekutsche das erste Ziel. So, jetzt haben wir hier die erste Endladestelle. Pony, komm! Hey, Gushi, war das ein Pferdedöner? Ja, sowas in der Art, ne? Den hast du schon länger liegen gehabt, aber. Haut euch rein, Kumpels! Den ganzen Tag Heu abladen, wenn ich das machen müsste, ne? Aber ich würde mal sagen, du weißt ja jetzt, wie das geht. Ja, ich denke schon, krieg ich wohl hin, ne? Lenkung ist hier. Ja. Keine Servung. Gas ist hier, lalala. Und dann hier Feststellbremse, lösen. Ja. Dann drückst du den nach unten hin und dann geht die Party los. Let's go, Schneewittchen, ja, hopp, hopp. Tja, hopp, jo, hopp. Fuß vom Gaspedal. Schneewittchen, Alte, was los? Hier, hier. Wir fahren ja den ganzen Hackengas. Und wenn wir jetzt hier mit zwei Kaltblütern auf dem Planwagen sitzen, ich sag mal so maximal 5 km/h gehen wir hier. Aber das ist ein Reisetempo, das ist okay. Hier kommt keine Hektik auf. Wir haben damals auch, denk mal, wohl diese Zeit gehabt, diese Ruhe, ne? Ja. Ja, ist so, die haben sie wohl haben müssen. Ja, klar. Auf jeden Fall, es ist angenehm. Man kann viel von der Gegend hier sehen, weil ich finde einfach, das ist die schönste Ecke hier im Emsland. Und, guck mal, man hat überhaupt keinen Stress, man regt sich nicht auf und nichts. Ne? Also ein bisschen rüberziehen, eben, dass wir gerade kommen wieder. Und jetzt so langsam von der Straße ab. Du musst weiter rüber nach rechts. Ein bisschen rüberziehen, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Bevor sie Mauer hier, nach rechts. Ein bisschen rüber, hopp, hopp. Ja, ja. Du musst gerade reinfahren. Das ist immer so ein Ding für sich. Ne? Ja. Hopp, so schön, komm, hopp, hopp. So, und dann wollen wir mal gucken, nun laufen die Fallen wieder. Dann würde man sagen, hier machen wir mal eben so langsam mal einen Tankstopp. Ein bisschen rüberziehen, ein bisschen. Hopp. So. Bremse treten, Bremse treten, Bremse treten, Bremse treten. So, Handbremse anziehen. Ich steige jetzt mal ab. Voll tanken. Voll tanken. Machst du die füttern oder hast du Angst um deine Finger? Ach, Quack. Wird schon schief gehen. Der hat erst 3. Der macht den nicht so gerne. Der andere ist besser. Jo. Das schmeckt, ne? Wir werden noch Freunde. Du musst keine Angst haben. Auf flachen Hand passiert nichts. Gar nichts. Ja, du tankst jetzt. Stinkt auch nicht, ne? Jo. Und Adek Blue kriegen sie heute nicht. Boah, was ist der am Sabbern, ey. Boah, ey, das ist schon eklig hier. Was das ist doch nicht eklig. Eklig wäre, als wenn ich jetzt noch reinhusten würde. Boah, hier. Du musst mal überlegen, ey. Jetzt bezahlst du, glaube ich, für so einen bunten Möhren bezahlst du irgendwo 1 Euro, ne? 50 Cent, glaube ich, sogar. Ja, und dann für Liter Diesel bezahlst du 1,60 oder was. So, meine Schleuder knallt so weg am Tag so zwischen 35 und 40 Liter. Da kriegst du so 40 Pakete Möhren für. Da können wir locker 4000 Kilometer mit blubbern. Ja. Also besser, ehrlich, in Tankstelle vernünftig tanken, Alter. In Saftsäule, wozu gehe ich arbeiten? Geld habe ich wohl.